So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Bier um 4. Immer freitags, immer hier ein Feierabendbier. Aber ihr seht, das hier ist ein bisschen variabel geworden durch meine Situation. Also wieder eine andere Ferienwohnung, ihr seht, andere Kulisse mal wieder. Ja, und ich würde sagen, wir legen direkt los. Diese Woche habe ich für euch hier Lederer-Pilz. Entschuldigt, wenn ich jetzt zwischendurch auf den Bildschirm gucke. Ich filme mit dem Handy. Tut mir leid, wenn die Qualität nicht so sein sollte wie gewohnt. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Okay, wie immer, aber erstmal Internetpräsenz hier. Lederer Pilz. Was haben wir hier? Ob Lederer Pilz oder Lederer Leicht, in jedem Lederer Bier stecken über 500 Jahre Nürnberger Brautradition. Nach bewährter Rezeptur mit ausgewähltem Spalter-Aromahopfen gebraut. Mit intensiver Hopfennote, feinherb im Geschmack. Allein schon die nostalgische Aufmachung mit dem originalen Markenzeichen macht Durst auf ein besonderes Bier. Jo, jetzt haben wir noch so ein kleines Etikett hier quasi drauf. Lederer Pilz, also ein Steckbrief eher gesagt. Also klassisch nach Pilsener Brauart gebraut, edel gehopft, feinherb im Geschmack. Alkoholgehalt 5,1 Volumenprozent, goldgelb und ein Ibometer an der Seite. Da steht dann Bittereinheiten 34 sind's. Gut, soweit die Internetpräsenz und jetzt kommen wir zum Bier selbst. Also ich zeige es euch nochmal in die Kamera, dann könnt ihr es kurz mal begucken. Das ist also unser Lederer Pilz. Über 500 Jahre Nürnberger Brautradition. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Gut, Rückseite haben wir hier. Klassisch nach Pilsner Brauart gebraut. Edel gehopft, feinherb im Geschmack. Gut, also Beschreibung könnte mir schmecken. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. Gebraut für Lederer Bierkontor GmbH. Okay, für. Das heißt nicht unbedingt, dass die es gebraut haben. Naja, egal. Das Ganze aus Nürnberg, oder zumindest für die in Nürnberg gebraut. Wer ist jetzt am Ende gebraut? Keine Ahnung. Mal nachgucken. Ich weiß es gerade nicht. Wenn ich es mal rausfinde, schreibe ich es runter in die Videobeschreibung. Okay, www.lederer.de und der Hinweis: Bier bewusst genießen und auch hier wieder nach bayerischem Reinheitsgebot gebraut. Ja, gut. Das ist also die Flasche von außen. Ich würde sagen, schreibt mir Zitat. Machen wir auf. Gucken, was drin ist. Also, plopp muss sein. Jawohl. Gut, dann, ja, hier auch, ja, ich muss das nehmen, was ich habe. Und das ist nun mal jetzt nicht meine Standard-Probiergläser. Rein mit dir trotzdem in das Gläschen. So, da haben wir es jetzt schon, das Lederer Pilz hier im Glas. Hellgoldgelbe Farbe, reichlich Bläschen steigen auf, sprudelt sehr stark. Schaumkrone, schön feinporig, wirkt auch relativ locker, fluffig eigentlich. Doch, das sieht sehr ansprechend aus. Finde vom Optischen passt das schon mal. Jetzt kommen wir mal kurz zum Geruch. Sehr schöne frische herbe Note, deutliche Grasigkeit drin. Also der Hopfen kommt richtig gut durch. Ganz dezent im Hintergrund noch so ein bisschen zitronig und sehr, sehr wenig malzige Noten drin. Wirkt auf mich jetzt wirklich wie ein sehr schön herbes Bier. Könnte ein bisschen schlanker sein. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und deswegen kommen wir zum Geschmack. Prost! Ja, richtig schön kräftig gehopft. Das ist auf jeden Fall ein richtig schön herbes Bier. Schön schlanker Antrunk, prickelt auch nicht so sehr auf der Zunge. Ich habe es jetzt schon oft bemerkt, viele Bläschen im Glas bedeutet fast nicht automatisch, aber sehr oft wenig prickeln auf der Zunge. Aber hier ist noch ein angenehmes Prickeln da, das finde ich sehr schön, sehr erfrischend. Dass du der schlanke Antrunk, danach kommt schon direkt ja, eine schöne herbe Würzigkeit, bleibt ein bisschen auf der Strecke, aber sehr, sehr deutliche Herbe drin. Und bleibt auch schon so richtig herbbitter oben am Gaumen kurz, bis es dann absackt. Ein bisschen kantig das Ganze. Könnte dem einen oder anderen zu brachial sein. Ich finde es an und für sich gar nicht mal schlecht. Kann man gut trinken, schön erfrischend, gut gekühlt natürlich.
hintenrum hängt das einfach ein bisschen sehr lange bitter nach. Wird mit jedem Schluck ein bisschen mehr, ein bisschen störender. Ich vermisse wirklich so die Malztöne. Das Hellmalzige oder sowas kommt überhaupt nicht durch. Das finde ich ein bisschen schade, das muss ich bemängeln. Ansonsten für mich auf jeden Fall eigentlich ein gutes Bier. Kann ich empfehlen, probiert es ruhig mal, wenn ihr es seht. Ist gar kein schlechtes Bier, aber definitiv auch keine wirkliche Besonderheit am Bierhimmel. Ich finde es Standard. Nee, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Für mich ein, ja, wie gesagt, schon ein relativ gutes Bier. Kann ich empfehlen, probiert es ruhig. Wer herbe Biere mag, wer würzige Biere mag, Finger weg, ist nichts für euch. Das ist wirklich hauptsächlich herb und davon nicht zu knapp. Also, gut, das ist also meine Einschätzung hier zum Lederer Pilz. Ich zeige es euch nochmal kurz in die Kamera. Ja, auf jeden Fall ein guter Vertreter aus Nürnberg. So, das soll es gewesen sein. Das war es Bier um 4 für diese Woche aus der Ferienwohnung. Ich hoffe, ich kriege es noch online und dann hoffentlich nächste Woche wieder mit einem richtigen Bier um 4. Ich bin gespannt, vielleicht muss ich hier doch noch eins drehen. Ich befürchte schon, weil ich habe gar keins hier, was ich noch schneiden könnte. Okay, also dann hoffentlich nächste Woche wieder zum Bier um 4. Bis dahin, danke euch fürs Zusehen, wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.